SpaceX hat es krachen lassen und Starship Super Heavy Booster 9 einem statischen Feuertest all seiner 33 Triebwerke unterzogen. Lief nicht alles nach Plan und wenn wir bei krachen lassen sind, die NASA hat für alle SpaceX-Fans eine Bombe platzen lassen und diese Woche bekannt gegeben, man plane Artemis 3 jetzt ohne das SpaceX Starship HLS. Dazu aber gleich mehr. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wir werfen heute einen genauen Blick auf den neuesten Meilenstein von SpaceX, den statischen Feuertest des Super Heavy Boosters 9, der am Sonntag auf dem Starbase-Startgelände in Boca Chica, Südtexas stattgefunden hat. Ich nicht in Texas gerade, aber ihr seht es, ich bin auch nicht im Studio, sondern die Familie in Südspanien besuchen. Eigentlich sollte heute auch das erste Video von meinem Zero-G-Flug erscheinen, aber da sich die Entwicklungen gerade überschlagen, schieben wir einen Starship-Brennpunkt ein. Am Freitagabend, den 4. August, kurz nach 17 Uhr MEST, wurde Booster 9 betankt und einem Spin-Prime-Test durchgeführt. Beim Spin-Prime-Test werden die Turbopumpen in Betrieb genommen, jedoch die Hauptverbrennung nicht gestartet. Diese Tests gehen für gewöhnlich statischen Feuertests voraus, bei denen dann die Triebwerke wirklich feuern, die Halteklammern aber die Rakete jedoch am Abheben hindern. Aber zum Test am Sonntagabend, den 6. August, war es dann soweit. Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Starship Super Heavy Booster 9 überstand den Test und schien danach in guter Verfassung zu sein. Das ist vor allem interessant, weil Booster 9 ohne Starship-Oberstufe auf dem Starttisch stand und so gut 1200 Tonnen Gewicht gefehlt haben. Weiter war bei diesem Test, vermutlich aus Sicherheitsgründen, der Methantank nur minimal befüllt. Die Halteklammern haben also selbst bei Teillast der Raptoren ordentlich Spannung gesehen. Die Zündung von 33 Triebwerken bot ein tolles Bild. Noch beeindruckender als die Flamme war dabei die weiße Wasserdampfwolke, die sich um das gesamte Pad herum bildete. Wie schrieb mein Kumpel Eneas auf Twitter, er fand es erstaunlich, wie harmlos das alles aussieht, wenn man bedenkt, dass das über 7000 Tonnen Schub und eine Energie von 270 Gigawatt freigesetzt werden und das nur begleitet von etwas Dampf und Feuer. Wir wissen nicht, wie viel Energie und damit Schub genau erzeugt wurde, vermutlich mit Halbgas eher so 3000 Tonnen. Soweit mein ungeschultes Auge das feststellen kann, wurde nichts weiter sonst aufgewirbelt. Bei vorangegangenen Tests konnten wir immer große Mengen an Staub aufgewirbelt sehen oder im Fall des ersten voll integrierten Flugtests sogar große Teile der Startplatzbetondecke. Während dieses Startversuchs am 20. April wurde Staub und Geröll kilometerweit um die Starbase herum durch das Abgas verteilt. Dementsprechend hatte die Community den Einsatz des neuen Deluge Systems, des Bewässerungssystems der Startrampe, mit Spannung erwartet. Um das Pulverisieren des Startplatzes zu verhindern, hatte man in den vergangenen Monaten ein neues Wassersystem installiert. Dieses System umfasste eine dicke perforierte Stahlplatte unter der Rakete, aus der Wasserstrahlen gedrückt werden, die die Hitze und die akustische Energie der 33 Raptor-Triebwerke dämpfen bzw. die Hitze schnell abführen sollen. Soweit bisher bekannt, scheint das System so wie von SpaceX geplant zu funktionieren. Doch es gab offensichtlich auch Probleme. Statt der avisierten 5 Sekunden endete der Test nach nur 2,74 Sekunden. Wie SpaceX mitteilte, hatten sich 4 der 33 Raptor-Triebwerke vorzeitig abgeschaltet. Es gibt einige Stimmen auf Twitter, wie unter anderem der Everyday Astronaut Tim Dodd, die das als ein Problem mit der Zuverlässigkeit der Raptor-Triebwerke werten. Lasst uns das, was wir bisher wissen, vielleicht kurz einordnen. Trotz der Herausforderungen, die so ein Test mit sich bringt, zeigt er insgesamt, seit dem letzten Test am 20. April geht es in der Starbase im Starship-Programm mit beeindruckender Geschwindigkeit voran. Eine gute Nachricht, sowohl Booster 9 als auch die Nullstufe oder die Erststufe sind intakt geblieben und soweit das bisher zu beurteilen ist, auch sonst keine offensichtlichen Schäden aufgetreten. Soweit wir wissen, war es übrigens das erste Mal, dass alle 33 Raptor-Triebwerke gleichzeitig zündeten. Das war sowohl beim statischen Feuertest von Booster 7 als auch beim voll integrierten Flugtest von Booster 7 und Ship 24 am 20. April nicht der Fall, da Raptoren vor der Zündung abgeschaltet wurden. Der statische Feuertest sollte also eigentlich etwa 5 Sekunden dauern, wurde aber nach, wie gesagt, 2,74 Sekunden nach der Zündung abgebrochen. In einem Twitter-Space-Interview, das ich hier auf Senkrechtstarter ja für euch zusammengefasst hatte, hat Elon Musk gesagt, dass das Abbruchkriterium für den Start ausgelöst wird, sobald weniger als 30 Triebwerke betriebsbereit sind. Dies lässt dann vermuten, dass genau dieses Abbruchkriterium auch für den statischen Feuertest jetzt verwendet wurde. Aber genau deshalb macht SpaceX ja diese Tests. Sollen fehlerhafte Triebwerke identifiziert werden, bevor der eigentliche Flug dann stattfindet, beziehungsweise Effekte simuliert werden, die nur bei einem Start aller Triebwerke auftreten und die an einzelnen freigetesteten Raptoren nicht aufgetreten sind. Laut SpaceX wurde bei diesem Test auch eine neue Zündsequenz der Raptoren ausprobiert.
Kurz dazu, normalerweise werden bei Raketen mit mehreren Flüssigkeitstriebwerken die Triebwerke nicht gleichzeitig, sondern in einer wohl durchdachten Abfolge gestartet. Zurück zum Abbruch. Das heißt, in dem Moment, wo das vierte Raptor, warum auch immer, von der Flugsteuerung abgeschaltet wurde, wurde dann der gesamte Test wahrscheinlich automatisch abgebrochen. Den Grund für den Ausfall der vier Triebwerke, den kennen wir aktuell noch nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass ein oder mehrere Triebwerke aufgrund zu konservativ gesetzter Grenzen automatisch abgeschaltet wurden. Oder falsche oder ausgefallene Sensesignale die Abschaltung automatisch ausgelöst haben. Ich muss gestehen, ich bin nicht fit genug in den verschiedenen Baunummern der verwendeten Raptor, aber Daniel hat dazu auf Twitter, also X, einen guten Thread geschrieben, in dem er zusammengefasst hat, dass bei Booster 9 die Raptor-Seriennummern die niedrigste R73 und die höchste R186 sind. Das Raptor-Triebwerk mit der Baunummer R79 wurde im Januar 2022 gesichtet und da normalerweise 2 Monate von der Fertigstellung des Triebwerks bis zur Ankunft in der Starbase vergehen, ist anzunehmen, dass die ältesten Raptoren an Booster 9 schon Ende 2021 hergestellt wurden. Die neuesten Triebwerke aus Booster 9 hingegen um die Seriennummer 200 herum, ja erst im Januar diesen Jahres. Das heißt, alle Triebwerke unter Booster 9 wurden vor dem ersten voll integrierten Flugtest am 20. April gefertigt und die dort gewonnenen Lektionen, die konnten schwerlich bereits umgesetzt worden sein. Ich denke, zusammenfassend lässt sich gut sagen, dass der Test vielleicht nicht 100% erfolgreich war, also nicht alle möglichen Testziele abgehakt wurden, aber das ist bei SpaceX laut Elon Musk ja nie das Ziel. Wenn du alle Testziele erreicht hast, dann ist dein Innovationstempo zu langsam oder du testest zu konservativ. Tests sollen Dinge kaputt machen. Ein Luxus, den man dann im Flugbetrieb ja dann nicht mehr hat. Ich würde davon ausgehen, dass der Test noch einmal wiederholt wird, wobei das bei Booster 7 ja auch nicht gemacht wurde. Da wurde direkt nach dem ersten statischen Feuertest geflogen. Apropos Booster 7, lasst uns vielleicht mal auf die Zeitpläne schauen. Es ist nämlich wichtig zu beachten, wie schnell SpaceX mit den Tests von Booster 9 vorangegangen ist. Mit nur 2 Tagen zwischen dem ersten Triebwerkstest, dem Spin Prime Test und dem statischen Feuertest wurden alle bisherigen Rekorde gebrochen. Typisch SpaceX, die immer noch eine Schippe drauflegen wollen. Außerdem ist bemerkenswert, dieser statische Feuertest fand jetzt an einem Sonntag statt. SpaceX darf nämlich die Zufahrtsstraße zu dem angrenzenden öffentlichen Strand nur wenige Wochenendtage im Jahr überhaupt voll sperren. SpaceX wollte aber ganz offensichtlich keine 24 Stunden mehr warten. Man hat es also eilig. Mittlerweile wurde Booster 9 vom Starttisch genommen und wieder zu den Produktionsanlagen gefahren. Hier werden vermutlich Untersuchungen am Booster durchgeführt und eventuell die fehlerhaften Raptoren getauscht. Wann rein vom Standpunkt der Hardware aus ein Start erfolgen könnte, das kann ich euch natürlich wie immer nicht sagen, aber einen Anhaltspunkt, den haben wir. Zwischen dem statischen Feuertest von Booster 7 und dem ersten voll integrierten Flug, da vergingen 70 Tage. Bevor wir zum Startdatum und Artemis 3 und meiner persönlichen Einschätzung kommen, hier geht wieder ein riesen Dankeschön an die Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen und am Leben erhalten. Vielen, vielen Dank dafür, Hashtag Team Space. Ja, wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Alle PayPal-Spenden und Superchats gehen übrigens an das nächste Außeneinsatzprojekt Mocha Chica Starbase. Dann will ich nämlich aus der Starbase berichten. Freut euch schon mal drauf. Ja, hier meine persönliche Einschätzung. Nagelt mich also bitte nicht drauf fest. Nur so viel, ich verfolge sämtliche Unternehmungen von Elon Musk schon seit einer gewissen Zeit. Und da sind mir 2 Dinge aufgefallen. Erstens, egal wie weit man schon in einem Projekt oder einem Design ist, wenn es einen besseren Weg gibt, dann reißt Elon Musk auch mal alles nieder und sagt, wir machen es jetzt komplett anders. Das beschreibt auch sehr schön Hans Königsmann in meinem Interview mit ihm. Das könnt ihr euch gerne nachschauen. Das ist verlinkt in der Beschreibung eines meiner besten Interviews, glaube ich, auf diesem Kanal. Ja, zweitens, Elon Musk kann Stillstand nicht ertragen. Lieber an etwas arbeiten, das im Zweifelsfall in die Tonne muss, als die Stille ertragen zu müssen. Ich würde sogar behaupten, dass in allen Elon Musk-Firmen und Projekten immer das exponentielle Wachstum angestrebt wird. Nach dem Motto, wir haben es beim letzten Mal in 70 Tagen geschafft, dann können wir es auch das nächste Mal in 35 Tagen schaffen. Das heißt, der Erfahrungswert ist keine Richtlinie für weitere Prozesse, sondern bildet den Ausgangspunkt für die nächste Verbesserung. Ich bin ziemlich sicher, wenn die Flugaufsichtsbehörde FAA den Flug freigibt, dann wird es keine 70 Tage mehr bis zum Flug von Booster 9 und Ship 25 dauern. Große Fragezeichen bleiben allerdings, weil noch keine Informationen dazu durchgesickert sind. Ja, wie sieht es eigentlich mit dem neuen Flugabbruchsystem aus? Und was wird aus der Klage gegen die FAA wegen des 420-Starts? Auch könnte aus dem neuen Deluge-System ein neues rechtliches Problem erwachsen. Soweit ich weiß, hat SpaceX nämlich keine Erlaubnis dafür, tonnenweise Industriewasser in ein Naturreservat zu kippen. Aber vielleicht argumentiert SpaceX ja damit, ja, sie würden ja nicht kippen, weil alles verdampft. Dafür sind schließlich alle Elon Musk-Unternehmen auch bekannt. Lieber nachträglich entschuldigen, als vorher um Erlaubnis fragen. Kann man jetzt sich überlegen, ob man das gut findet.
Apropos staatliche Organisationen wie die FAA, da ist diese Woche in einer Artemis-2-Pressekonferenz eine ganz schöne Bombe geplatzt. Jim Free, der stellvertretende NASA-Leiter für Exploration, deutete darin an, dass SpaceX einen neuen Zeitplan vorgelegt hat, der möglicherweise den Flug im November 2025 für die Landung von Artemis 3 verpasst. Entgegen der Zusage von Elon Musk, SpaceX wird auf keinen Fall der Flaschenhals für eine neue Mondlandung der Amerikaner sein, zeichnet sich nun genau das laut NASA ab. Jim Free dazu weiter, die NASA schaue sich nun eine neue Missionsarchitektur an, die ohne das Starship HLS auskomme und keine Landung vorsehe. Wie der neue Zeitplan für das HLS Starship jetzt aussieht, das ist mir noch nicht bekannt. Wir werden gespannt verfolgen, wie sich die Lage weiterhin entwickelt und ich halte euch hier natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Vielleicht ist ja bis zu den News am Sonntag auch schon wieder etwas mehr passiert. Das war's für heute hier aus der Sonne. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat's wieder gefallen. Dann den Like nicht vergessen und hier ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Freude mit der Raumfahrt. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.